bürgerliche für Burgdorf. Unter dem Motto «Zusammen für alle» treten die BDP, die SVP und die FDP zusammen auf einer Liste für Gemeinderatswahlen im November an. Am Sonntag haben sie das von den Medien auf dem Kronenplatz bekannt gegeben. Der Francesco Rappa und Charlotte Gübeli, beide von BDP, kandidieren als bisherige. Ich kandidiere wieder, weil mir die Arbeit in der Exekutive extrem Spass hat gemacht in den 8 Jahren, als ich schon für Burgdorf tätig war. Und ich möchte gerne in meinem Ressort, das ist das Ressort Soziales, noch mal 4 Jahre ein bisschen Gas geben. Es hat noch ein paar Projekte, an denen ich dranbleiben möchte. Und die möchte ich eigentlich noch ein bisschen weiterführen. Jetzt war ich 4 Jahre im Gemeinderat und hat das Gefühl, ich habe eine gute Arbeit gemacht, ich konnte einen Beitrag leisten, so weit, dass das überhaupt möglich ist, aufgrund der Zusammensetzung, die wir haben in unserem Gemeinderat hier in Burgdorf. Aber selbstverständlich werde ich die Verantwortung auch weiterhin übernehmen. Aber eben die Bürgerlichen haben einen schweren Stand. Das ist definitiv so. Oder? Wir haben eine Situation 5-2 und da ist, die Diskussionskultur ist relativ auf einem in einem kleinen Rahmen, weil es führt halt auch dazu, dass sehr ideologisch regiert wird. Was viele nicht wissen, sogar Rot-Grün hat das Gefühl, dass die Zusammensetzung nicht wirklich gesungen ist. Also wir streben an, wenn es irgendwie geht, natürlich die bürgerliche Mehrheit, aber mindestens einen Sitz müssten wir holen, damit wir wenigstens wieder eine kleine ausgeglichenere Situation haben. Wer also die Bürgerlichen in Burgdorf unterstützen will, kann das machen, und zwar am 29. November, dann sind die Wahlen.